Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von GTI Racing. Wir sind ja immer noch hier ein bisschen dabei, ja, rumzudriften, mehr oder weniger. Und einen möglichst hohen Score zu erreichen da oben. Da waren wir gerade nochmal über 1000. Aber so richtig weit komme ich da nie, dass es mal ein guter Drift wird oder so. Da steht immer nur normaler Drift. Und deswegen bin ich auch die ganze Zeit Position 4. Naja, haben wir letzte Folge schon ein bisschen drüber philosophiert. Heute möchte ich aber nochmal ein bisschen was ganz anderes ansprechen. Und zwar wird das jetzt ja erstmal die letzte Folge GTI Racing sein. Und ja, bevor jetzt alle aufschreien, nur, was ist da denn los? Ich möchte das mal kurz erklären. GTI Racing hatte ich ja sowieso von Anfang an nur geplant als Kurz-Let's Play. Es sollte gar kein. Oh, guter Drift. Alter. Yo, 7000. Das war besser als letzte Folge. Alles, was wir da geschafft haben. Krass. Ja, da musste ich jetzt nur nochmal kurz ablenken. Auf jeden Fall hatte ich von Anfang an GTI Racing als kurze Serie nur gedacht und eigentlich nicht gesagt, so dass es ja irgendwie, dass ich das durchspielen will oder sonst was, sondern ich wollte das eben nur mal anzocken und so weit machen, wie ich komme. So 10 bis 12 Folgen hatte ich geplant und ja, jetzt sind wir bei Folge 12 und ich denke mal, es ist jetzt an der Zeit, hier das Ganze zu beenden mit dieser Folge. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter im normalen Gameplay spielen hier. Also hier, ja, einfach ein normales Rennen nochmal starten. Im Karrieremodus, was ich jetzt nochmal mache. Ist halt jetzt blöd, dass ich dieses alte Auto noch habe. Ich hatte halt nicht genug Geld, um mir eins von den neuen zu kaufen. Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich das hier nochmal repariert habe. Sonst hätte ich genug Geld gehabt. Jetzt muss ich eben mit der alten Gurke hier nochmal was reißen. Und ja, das wird natürlich nicht einfach, weil die anderen schon alle neuere Modelle haben hier im Spiel. Na gut, auf jeden Fall, das mache ich jetzt nochmal so ein bisschen nebenbei. Und, ja, aber ansonsten wird es, denke ich, dann keine weiteren Folgen mehr geben. Ich möchte auch mit diesem Video hier nicht nur die Serie beenden, sondern auch eigentlich mehr oder weniger den Kanal vorerst mal wieder. Ja, ich hatte ja gesagt, ich möchte hier keine Videos mehr hochladen. Hatte ich ja in dem Talk-Video angesprochen. Und da hatte ich ja auch hingewiesen auf meinen Hauptkanal nochmal, dass ihr da vorbeischauen sollt, wo ich dann noch weiterhin aktiv bin. Und ja, daran wird sich natürlich auch nichts ändern. Da kommen weiterhin Videos, ne, ganz normal. Aber hier auf dem Kanal eben jetzt erstmal nicht mehr. Speedy Eggbert und GTI Racing, das waren halt nochmal zwei kurze Serien, die ich gemacht habe für zwischendurch. So außerhalb von der Reihe, so quasi. Aber eigentlich kommt ja hier auf dem Kanal nichts mehr. Und ja, so wird es jetzt halt auch wieder laufen, ne? Habt ihr auch gesehen, zwischen Speedy Eggbert und GTI Racing war erstmal eine Pause. Ja, also eigentlich betreibe ich den Kanal hier nicht mehr aktiv. Und ja, ich denke mal, ja, es bietet sich jetzt auch nicht mehr unbedingt an, hier noch irgendwas hochzuladen. Ich hatte mal überlegt, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich glaube in der letzten Folge Speedy Eggbert hatte ich das gesagt, dass ich Sims Mittelalter hochladen möchte. Hier auf dem Kanal, also auch nochmal so eine Serie, so 8 Folgen oder so machen wollte. Fände ich richtig geil, wenn das klappen würde, aber das Problem ist einfach, dass ich das nicht hinkriegen werde, weil ich Sims Mittelalter nicht installiert kriege. Es scheitert an diesem Installationscode. Ja, den habe ich halt nicht für Sims Mittelalter. Ich habe da schon mal gegoogelt, habe da auch einen gefunden, habe den auch eingegeben, dann ging es auch irgendwie. Aber dann ließ ich das Spiel irgendwie nicht starten. Und das war aber schon vor 2 Jahren oder so, wo ich das mal probiert habe. Und jetzt, oder vor anderthalb, ich weiß es auch nicht, ist jetzt auch egal. Jedenfalls habe ich jetzt nochmal probiert und da ging der Code einfach gar nicht. Aber das war auch, da war ich gerade nicht im WLAN, da war ich an einem Offline-Rechner quasi. Habe das da versucht und ja, ob das überhaupt mit Windows 7 kompatibel ist, so wirklich, weil es halt damals eben nicht ging, wollte es nochmal starten und da. Ja, es ist halt schon einem Code gescheitert und ja, deswegen werde ich Sims Mittelalter wahrscheinlich nicht bringen können. Ich müsste mich da auch wieder komplett neu reinfuchsen in das Spiel. Das ist auch ja gar nicht mal so einfach und ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel Lust drauf oder beziehungsweise Zeit dazu hätte, das zu machen. Ja, by the way, hier, ich wollte mir den nochmal kaufen. Ging halt nicht, ne? Der kostet 13.400. Das Geld habe ich nicht. Nee, doch gerade gar nicht, oder doch, oh, nur ein bisschen zu spät. Ja, war halt ein bisschen blöd, dass ich mir das nicht kaufen konnte. Naja, auf jeden Fall, Sims Mittelalter, ich habe das Spiel, ist alles da, aber ich kann es nicht installieren und das ist halt das Problem. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung dafür,
dann würde ich da eventuell noch mal eine Serie hierzu bringen. Allerdings auch erst so, ja, in, sagen wir mal, so ein, zwei Monaten. Eher nicht. Also bis dahin kommt jetzt ja erstmal kein weiteres Video, weil ich finde, ja, das reicht jetzt erstmal. Ich will mir jetzt auch nicht unnötig Stress machen und so, gerade mit meinen Internetproblemen, die ich ja letzte Folge auch nochmal angesprochen habe, möchte ich mir da jetzt nicht unbedingt hier Stress machen und ja, hier Video noch hochladen und neue Serie starten und bla bla. Muss nicht sein, ne? Deswegen dauert das noch oder beziehungsweise werde ich das wahrscheinlich gar nicht machen, weil es eben nicht geht. Ja. Und werden wir sehen, ob ich das noch hinkriege. Es ist auch mal eine extra Belastung, ne? Also ich merke das schon immer, wenn ich hier mir sage, ja, heute wieder Aufnahme für Sig 99 und so. Da, weiß ich nicht, merke ich schon immer, wie mir Zeit für andere Sachen fehlt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das so fortführen will, dass ich hier noch irgendwelche Serien realisiere. Es reicht dann, denke ich, wenn ich meinen Hauptkanal betreibe und ja, da so ein bisschen was mache. Und auf Ickits kommt halt eventuell auch wieder was. Ist ja auch noch so ein Kanal von mir. Da startet eventuell noch ein neues Projekt. Okay, das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Damit war aber ein anderes Projekt gemeint, was bis jetzt immer noch nicht gestartet ist. Ja, und das ist alles ganz komisch da. Aber naja, auf jeden Fall, vielleicht starte ich jetzt wirklich mal ein neues Projekt auf dem Ickits-Kanal. Ich werde da auch nochmal was zu sagen zu den ganzen Projekten, warum die alle noch nicht kamen. Weil ich das ja schon öfter mal auf meinem Hauptkanal auch angekündigt hatte, dass auf Ickits mal was kommen soll und dann kam bis jetzt immer nichts. Und ja, das werde ich nochmal aufklären dann irgendwann. Aber das mache ich dann eben auf Ickits selber und nicht hier oder so. Also, ne? Wisst ihr Bescheid. Deswegen einfach mal meinen Hauptkanal und oder Ickits abonnieren. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, ne? Ich mache immer gerne Werbung hier. Weil, ja, damit ihr die auch findet, die Kanäle entsprechend. Und ja, dann nicht hier irgendwie denkt, ja, der lädt ja gar nicht mehr hoch hier. Nee, nee, so ist es nicht. Ich habe ja noch was, ich habe ja noch ein Ass im Ärmel, ne? Ja. Gut, und ansonsten gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich weiß es gar nicht. Ja, eigentlich wär's das. Keine Videos mehr hier erstmal. Solange ich nicht noch Sims Mittelalter zum Laufen kriege. Oder vielleicht habe ich auch irgendwann Lust, nochmal irgendwas anderes aufzunehmen. Also ich halte mir das wirklich frei, hier noch irgendwas zu bringen. Minecraft-Projekte werden hier nicht mehr kommen. Hier kommen dann wahrscheinlich nur noch andere Games. Oder vielleicht mal eine Runde PvP, muss ich aber auch gucken. Weil die würde ich dann vielleicht auch eher auf meinem Hauptkanal bringen als hier. Deswegen Minecraft hier wahrscheinlich nicht mehr. Aber eventuell, ja, eben nochmal hier so eine kurze Serie. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ne? Ja, fand ich ganz nice. Und ja, also gucken wir mal. Ja, die Minecraft-Projekte nochmal, wenn ich da noch irgendwas Spezielles habe, das wird jetzt halt alles auf Ickits, wenn dann kommen. Aber da ist halt auch wieder das Problem, da muss ich auch erstmal Zeit finden überhaupt für so ein Minecraft-Projekt nochmal extra. Und ja, das ist halt alles nicht so leicht. Muss ich mal gucken. Aber naja, haltet oder merkt euch mal Ickits vor für weitere Projekte und eben meinen Hauptkanal. Da kommen ja immer zwei Videos pro Woche. Ja, sind immer Minecraft-Themenvideos am Mittwoch und am Samstag League of Legends im Wechsel mit Trash Games und anderen Sachen. Und ja, finde ich eigentlich, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit zur Zeit. Auch wenn sich da in nicht allzu ferner Zukunft noch was ändern wird, aber da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein. Das ist jetzt nur für die Leute, die schon lange zugeguckt haben. Also jetzt bis 9 Minuten oder so, ne? Ja. Naja, gut. Habe ich aber auch schon öfter mal angeteasert, dass sich auf meinem Hauptkanal was ändern wird. Aber das werde ich dann nochmal in einem extra Video alles erklären. Gut. Ja, so viel dazu. Ich habe genug gelabert. Habe ich die Folge wieder gefüllt hier mit tollem Content. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf meinem Hauptkanal wieder oder sonst wo, ne? Am Arsch der Welt. Und ja, vielleicht trifft man sich ja, ne? Aber dann werdet ihr es nicht merken, weil ihr nicht wisst, wie ich aussehe. Na gut, wer weiß, vielleicht weiß man es ja doch. Na gut, ich habe mich eigentlich nicht gezeigt, also habe ich auch nicht vor, by the way. Nun gut, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, dünnen Schiss zu labern noch weiter, verabschiede ich mich. Das mit der Runde hier wird wahrscheinlich nichts mehr. Ihr seht das ja schon, ich bin am Scheitern.
Und ja, dann würde ich sagen, beende ich das hier einfach mal. Wir sehen uns später wieder. Haut da rein. Und ja, tschüss.